Wie entsteht eigentlich ein Bienenstaat? Am Ende eines Jahres verlässt die zukünftige Bienenkönigin den Stock, um auf ihrem Hochzeitsflug von einer männlichen Biene, die Drohne genannt wird, befruchtet zu werden. Nachdem sie den Winter unter der Erde verbracht hat, fliegt sie im Frühling los, um den perfekten Platz für ihren neuen Staat zu finden. Dort setzt sie den Grundstein für einen neuen Staat und beginnt, ihre Eier zu legen. Aus diesen schlüpfen die ersten Arbeiterinnen. Sie vergrößern den Stock, fliegen aus, um zu sammeln, und kümmern sich um die Brut. Mittlerweile legt die Königin bis zu 2000 Eier am Tag und bedarf des Schutzes von Soldatinnen, die sich aus Arbeiterinnen entwickeln. Es handelt sich nun um einen vollwertigen Staat. Erst zum Ende des Sommers hin schlüpfen die Drohnen. Diese befruchten bei ihrem Hochzeitsflug weibliche Bienen aus fremden Staaten, die wiederum im Frühjahr ausziehen, um einen neuen Staat zu bilden. Der Kreislauf beginnt von vorne.